früh abspringen. Hi liebe Leute, ich bin's wieder und natürlich wisst ihr, beim Bunnyhop geht es auch ganz viel um den Kopf. Nicht weil man Angst hat wie bei einem hohen Drop, sondern es geht eher darum, dass man schon gewisse Dinge sich angewöhnt hat, gewisse Bewegungsabläufe schon automatisiert hat, die jetzt anders sind als der Bunnyhop mit Vorderrad und Hinterrad. Deswegen muss man umlernen und das kostet auf jeden Fall Übung und auch Geduld und natürlich den Ehrgeiz, dass ihr trotzdem erstmal auf Reset drückt und sagt, ich starte jetzt mit der neuen Bewegung und das alte Programm muss ich überschreiben. Ich werde in den anderen Lektionen immer mal wieder darauf zurückkommen, aber jetzt kommen von mir mehrere Tipps, mit welchen Methoden ihr diese Umlernprozesse oder dieses sich Neues angewöhnen verbessern könnt. Meistens ist es ideal, wenn ihr zum Beispiel eine Gewohnheit habt, ihr wollt das Vorderrad anlupfen und von früher kommt dieser Reißer, also ihr reißt den Lenker zu eurem Körper und da geht das Vorderrad hoch, dann ist es natürlich gut, wenn ihr das spürt und seht, okay, das ist meine Gewohnheit und jetzt will ich aber die andere Bewegung machen, den Lenker nach vorne schubsen, dann könnt ihr diese neue Bewegung in Zeitlupe machen, also ganz langsam durchführen, damit ihr genau spürt, das ist das, was ich jetzt machen will und dann die Dynamik und die Geschwindigkeit der Bewegung steigern, dann werdet ihr merken, die Bewegung funktioniert, aber eure alte Gewohnheit könnt ihr außen vor lassen und fangt nicht wieder an zu reißen. Eine weitere gute Methode ist, dass ihr euch selber das sagt, was ihr jetzt genau als Fokus beachten wollt. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich möchte die Arme mehr strecken, wenn ich den Lenker wegschubse, damit ich nicht in so ein Nachreißen komme, dann sagt ihr euch das so leise vor euch hin. So. Und die Arme strecken, strecken, strecken. Das hilft, dann atmet ihr besser und ihr könnt euch auf diese Bewegung konzentrieren und es funktioniert direkt besser. Natürlich, wir leben im digitalen Zeitalter, also habt ihr ein Handy mit Kamera oder vielleicht auch eine gute Kamera, dann könnt ihr das nutzen, um euch dabei zu filmen und zu überprüfen, das, was ich jetzt gerade mache, zum Beispiel das Vorderanlupfen mit der richtigen Bewegung für den Bunnyhop, stimmt das damit überhaupt hinein, was ich in den Anleitungen sehe oder wie ich das bei meinen Kumpels, die schon den Bunnyhop gut können, beobachte? Also nutzt die Zeitlupenfunktion im Handy und filmt euch, überprüft das, das hilft sehr. Zwei ganz wichtige Tipps für euch im Alltag. Ihr müsst natürlich jetzt bei so einer komplexen Bewegung und für viele auch bei einer neuen Bewegung, weil ihr einen Umlernprozess habt, viele Wiederholungen haben. Sprich, es reicht nicht, am Wochenende mal 2 Stunden zu üben. Am besten jeden Tag oder jeden zweiten Tag mal 10 Minuten. Helm auf, Schienbeinschoner an, je nachdem, wo ihr gerade seid beim Üben und dann vor der Haustür schön die Wiederholung machen. Dann könnt ihr diese neue Bewegung einprogrammieren. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig, damit ihr zum Erfolg kommt. Wenn ihr dann übt, ist es wichtig, dass ihr euch kleine Ziele setzt. Es muss euch auch gelingen können. Wenn ihr euch direkt den Bunnyhop in kompletten Bewegung mal eben so probiert und ihr merkt, irgendwo hinter hakt, dann werdet ihr auch schnell frustriert werden. Deswegen einzelne Schritte und dann werdet ihr auch den Erfolg haben. Ganz wichtig, Step by Step. Auch wenn ihr sehr ehrgeizig seid, habt Geduld und wechselt auch mal das Thema. Ihr könnt nicht stundenlang eine Sache beim Bunnyhop üben oder den Bunnyhop, geht dann auf den Trail, macht was ganz anderes. 20 Minuten reichen eigentlich, um das zu üben. Macht es, tut es. Wir sehen uns in der nächsten Lektion.